Tag. Ich darf begrüßen den Präsidenten des FC Bayern, Herbert Heiner. Herzlich willkommen. Hallo. Verraten Sie uns erstmal, wie war die Nacht? Kurz. Aber sehr, sehr gut und sehr, sehr emotional. Glückwunsch an der Stelle natürlich auch nochmal zur Meisterschaft. Die Frauen wollen nachlegen. Das spürt man. Wir hatten Ihnen die ersten 45 Minuten gefallen. Also ich denke, wenn man sich das Spiel anguckt und das Ergebnis, dann kann man fast davon ausgehen, dass wir heute die zweite deutsche Meisterschaft eintüten an dem Wochenende. Nein, die machen das klasse, muss man echt sagen. Es ist ein sehr tolles Spiel mit einer ja, sehr überlegenen Mannschaft des FC Bayern München. Ich glaube, das darf man fairerweise sagen. Wir wollen natürlich über die Frauen noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Lassen Sie uns aber bitte einmal kurz noch zurückblicken auf das, was passiert ist. Es hat natürlich ganz Fußball-Deutschland interessiert, die Entlassung von Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn. Viele haben sich gefragt, warum dieser Zeitpunkt, warum vor der Partie und nicht heute beispielsweise oder morgen? Ja, weil ab morgen alle Spieler und die ganzen Trainer in Urlaub sind und keiner mehr da ist. Und es war uns unheimlich wichtig, dass wir mit Oliver und mit Hasan persönlich vorher sprechen, dass sie auch genügend Zeit haben, darüber nachzudenken und es zu reflektieren. Und dann haben wir gemeinsam vereinbart, dass wir es nach dem Spiel machen. Vor dem Spiel haben wir immer gesagt, wir wollen nochmal alle Konzentration auf die sportliche Entwicklung legen. Und wie man gesehen hat, hat es ja auch funktioniert. Wir sind deutscher Meister geworden. Und dann sind wir mit Hasan in die Kabine gegangen, haben es der Mannschaft gesagt und dann auch veröffentlicht. Es gab heute schon eine ausführliche Pressekonferenz in der Allianz Arena. Da haben Sie lange Rede und Antwort gestanden. Viele haben sich natürlich auch die Frage gestellt, Thomas Tuchel, der Cheftrainer. Er ist jetzt derjenige Last Man Standing, wenn man das so formulieren möchte, der noch da ist, geholt wurde von Salihamidžić, von Kahn. Sie haben berichtet, dass er verständnisvoll auf diese News reagiert hat am vergangenen Freitag. Jetzt sind 2 Tage wieder vergangen. Gab es denn mittlerweile noch mal einen Austausch zwischen Ihnen beiden? Gab es ein klares Bekenntnis von Tuchel, dass er auch nächste Saison weiterhin Cheftrainer bleiben wird? Also zunächst mal gibt es überhaupt keinen Gedanken, warum der Thomas Tuchel nicht da sein sollte. Der hat einen Vertrag bei uns, ist einer der besten Trainer in Europa und in der Welt, ist gerade zum ersten Mal deutscher Meister geworden mit der Mannschaft, ist beim FC Bayern München. Ich habe am Freitag mit ihm gesprochen, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr verständnisvoll. Wir saßen gestern im Flugzeug direkt gegenüber am Gang und haben lang gesprochen. Da ist alles fein, keine Sorge. Na, das wird das Bayern-Herz auf jeden Fall freuen. Die Mannschaft ist heute auch mit hierher gekommen, sehr zahlreich. Die ein oder andere tiefe Sonnenbrille haben wir gesehen. Ja. Die Nacht wird dann dementsprechend ihre Spuren hinterlassen haben. Marienplatz, das ist natürlich das Ziel für dann die Herren, aber logischerweise auch für die Frauen. Wie groß ist Ihre Vorfreude persönlich? Ja, ich finde das super, muss ich echt sagen. Zunächst mal gestern mit der Meisterschaft, da hat ja außer uns wahrscheinlich keiner mehr in der Republik dran geglaubt. Dann heute die Frauen und gemeinsam mit den beiden Mannschaften auf den Rathausbalkon zu gehen, das ist schon fast einmalig. Ich glaube, wir hatten es einmal, wenn ich das recht im Kopf habe. Das Wetter passt dazu, es ist ein Tag für die Geschichte. Ja, ein kleines Wermutströpfchen wird dann vielleicht trotzdem über Ihr Gesicht huschen, wenn wir über Karin Danner sprechen. Wir sehen ja auch das Plakat, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 1977 bis 2023. Sie verlässt ihren Posten, war natürlich das Gesicht auch, die Identifikationsfigur schlechthin, wenn wir über die Frauenabteilung gesprochen haben. Wie groß ist der Verlust von ihr? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Karin Danner ist das im Frauenfußball, was der Uli Hoeneß bei uns im Männerfußball ist. Und sie ist, glaube ich, 45 Jahre jetzt beim FC Bayern als Spielerin, dann als Managerin. Alles, was der Frauenfußball heute beim FC Bayern ist, ist durch Karin Danner entstanden. Sie ist das Herz, die Seele, die Mutter, der Gestalter des Frauenfußballs. Und das ist natürlich ein unheimlicher Verlust. Auf der anderen Seite ist es so, dass Bianca Rech ja schon längere Zeit jetzt an der Seite von Karin Danner arbeitet. Es war auch Karin Danners Wunsch, dass Bianca Rech ihre Nachfolgerin wird, die ja selber auch eine sehr, sehr gute Spielerin war. Und der Übergang ist hervorragend gemanagt und die Karin wird uns auch weiterhin erhalten bleiben. Hat sie mir auch versprochen. Ja, monatelang wurde das vorbereitet, dass dieser Übergang dann reibungslos vonstatten geht. Man ist auf Meisterschaftskurs, also der Titel eigentlich nicht mehr zu nehmen. Das wäre dann der 5. für die Bayern Frauen. International hat man das Champions-League-Finale noch nicht erreicht. Das wäre ja dann die Zielvorgabe in Richtung von Bianca Rech. Ja, absolut. Ich habe das ja des Öfteren schon gesagt, wir wollen sowohl national wie auch international ganz an die Spitze kommen. Sind in den letzten 2 Jahren in der Champions League auch wirklich sehr weit gekommen, haben sehr, sehr gut gespielt. Der letzte Schritt fehlt noch, da braucht man auch das Quäntchen Glück dazu. Wir werden die Mannschaft ja weiter verstärken, wie man gelesen hat, und wir gehen nicht von unserem Ziel ab. In
jedem Fall ist es für den einen oder anderen schon eine kleine Überraschung, dass man so erfolgreich in dieser Saison schon unterwegs gewesen ist. Alexander Strauß, der Cheftrainer, wurde ja erst im vergangenen Sommer verpflichtet. Was ist die Qualität von ihm, die Sie auch wahrnehmen? Also was ich höre und was ich auch sehe, ist, dass er abgesehen davon, dass er ein hervorragender Trainer ist, aber unheimlich gut auf die Frauen, auf die einzelnen Spielerinnen eingehen kann, ihnen das Gefühl gibt, sie besser zu machen, sie zu stärken. Und das sieht man auch, die haben eine unheimlich große Freude zu spielen. Ich habe auch schon mal im Training zugeguckt, da ist neben der sportlichen Performance auch viel Spaß und Freude dabei. Und ich glaube, das macht den Erfolg aus. 7 Tore haben wir jetzt in Durchgang Nummer 1 gesehen. Haben Sie ein persönliches Lieblingstor schon gefunden? Ja, da waren viele schöne dabei. Das von der Georgia Stanway hat mir auch sehr gut gefallen, dass die Saki Kummergeit 2 Tore macht. Das ist auch nicht alltäglich als Abwehrspielerin. Das ist alles gut. Dann lassen wir uns aber gemeinsam nochmal auf das 5:0 blicken von Damjanovic in der 30. Minute. Das habe ich nämlich ausgewählt. So ist es passiert, sinnbildlich. Insgesamt hatte man den Eindruck, dass die Frauen ab Sekunde 1 wirklich heiß waren, diesen Titel einzufahren. Tolle Einzelaktion, technisch. Technisch brillant. Ja, ich hoffe, die Männer haben zugeguckt. Ja, da gehe ich von aus. Was macht diese Mannschaft aber auch so besonders, dass man eben hier gar nicht ins Zittern gekommen ist? Das hat ja auch was mit Bereitschaft zu tun, mit vor allem Klarheit im Kopf. Ja, ich glaube, wenn man so kurz vor der deutschen Meisterschaft steht wie unsere Mannschaft hier, dann will man das unbedingt haben. Und das habe ich auch gemerkt in den letzten Wochen bei den Mädels. Die wollen diese deutsche Meisterschaft unbedingt gewinnen. Es ist auch ein unheimliches Team. Das merkt man auch innerhalb der Mannschaft. Die halten zueinander, die stärken sich und verstärken sich gegenseitig. Und das, glaube ich, sieht man auch auf dem Spielfeld. Wie nehmen Sie die Stimmung heute wahr? Ja, super. Ja, würde ich auch so unterschreiben, definitiv. Herbert Heiner, herzlichen Dank, gerne, dass Sie bei uns waren. Alles Gute, viel Spaß dann vor allem Danke. Natürlich auch nachher auf dem Marienplatz. Gerne. Alles Gute. Ciao. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.